zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der NF Marsch. Ja, ich habe es mir anders überlegt mit unseren Baumwollgeschichten. Ich habe doch einen Kurs gemacht für zwei Fahrzeuge auf demselben Feld. Ich habe also die Arbeitsbreite nicht 3 Meter, sondern 6 Meter angegeben und jetzt müssen wir dem hier nur sagen, er ist der Rechte. Wir könnten den auch umschwenken links, dann würde er hier links fahren, wie der da vorne, aber das wollen wir nicht. Also rechts, wir machen eine Bruchumfahrung, können wir noch ausmachen, das müssen wir beim anderen auch noch umstellen, das fällt mir gerade so auf. Bruchumfahrung machen wir aus. So, rechts genau, du befindest am ersten Wegpunkt. Und ich will dem da vorne einfach ein bisschen Vorsprung geben, damit die sich nicht so sehr in die Quere kommen, weil das wäre nicht gut. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch auf Einstellen geklickt. So, der müsste sich jetzt aufklappen, genau. Hat auch 20.000 Liter Ballenkapazität, das passt. Ja, und jetzt macht ihr zweimal eure Arbeit, 3 Stunden 58, also könnt ihr euch ausrechnen, 4 Stunden in 12 Wolken sind wir fertig. Ja. So, weiter geht's. Genau, wir waren hier beim Ballenpressen. Und wir haben gesagt, wir wollen die Ballen einsammeln. Dazu brauchen wir den Kollegen hier. So, wir machen hier auch noch Rundballen 1,30. Wir machen den länger. Arbeitsmodus an. Wir machen vorne den Arbeitsmodus an. Ja, und dann sammeln wir mal Strohballen ein. Gucken wir mal, wie viele da rumkommen. Und wir haben ja gesagt, die Strohballen gehen dann auch in den Verkauf direkt, weil Stroh haben wir aktuell genügend. Das heißt, ich fahre jetzt mal wirklich so im Zickzack diese zwei Bahnen, die er bis jetzt abgearbeitet hat, entlang, damit wir die Ballen schon mal weg haben. Wenn der dann nachher auf die Längsbahn geht, dann ist das nicht mehr ganz so tragisch, weil dann fährt er sich nicht mehr selbst in die Ballen rein. Ja, guck mal, so weit ist er noch gar nicht. Aber wenn wir mal ganz doof sagen, jetzt haben wir schon 100.000 Liter Stroh hier drauf. So, Kollege, wenn du jetzt erst hier bist, dann machen wir erstmal die Außenbahn. So, gucken wir mal, dass wir die noch schnell hier eingesammelt bekommen. Wie gesagt, auch wenn wir für Stroh nicht viel Geld bekommen, die Masse macht's. Und bevor wir es vergammeln lassen hier auf dem Feld, machen wir uns doch lieber diese Arbeit hier. So, gucken wir mal. Das war's schon mit der ersten Bahn. Ja, ja, ja klar. Hallo, Herr Anhänger, was machen Sie denn da? So driften ist aber ganz schön gefährlich. So, dann stellen wir den einfach jetzt quasi hinter den Ballenpresser erstmal ab. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell die Ballen hier weggesammelt bekommen. Müssen wir mal gucken, ob da irgendwo ums Eck noch was liegt, wo er vielleicht hat fallen lassen. Da ist nichts mehr.
Das heißt, wir stellen den jetzt einfach hier ab. Und dann gucken wir weiter. So, hier. Silage, bitte. Wir werden erstmal gucken, dass wir Silage unten... Genau, wir mussten doch Silage warten. Da war doch was. Rinderzucht. Brauchte doch Silage, genau. Dann fahren wir da mal eine Fuhre runter. Und Kraftfutter müssen wir auch nachladen. Das heißt, Rinderzucht, Futter. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ich habe da die Kurse mal so pauschal eingefahren, aber nicht getestet. Das heißt, das werden wir uns dann gleich mal angucken. Also doch, werden wir heute noch sehen, ob das funktioniert oder nicht. So, bist du gleich voll? Ja. Und dann mach du mal los. So, ihr zwei macht auch langsame Arbeit, aber ihr macht. Du bist am Dreschen. Ja, du kannst hier mal wieder weiterfahren. Der macht sein Ding. Wie sieht es hier aus mit Diesel? Ja, 7000 Liter, 8000. Haben wir eigentlich Raps angesiedelt? Das war doch irgendwie, wollten wir zumindest machen. Da erinnere ich mich noch an irgendwas. Raps. Haben wir Nacklar nicht angesät. Das heißt, 58 wird nachher Raps werden. Gut, es muss nicht gepflügt werden. Das heißt, wir können gleich mit der Sämaschine... Ah, Sämaschine. Ha, da fällt mir noch was ein. Da war doch was. Genau, wir hatten hier noch eine Mission angenommen. Kurs berechnen, die 37. Da machen wir 4 Schafe vorgewendet, 12 Meter, das passt. Speichern, sehen auf der 37 mit 12 Metern. Dann speichern wir den Kurs. Und ich denke mal, dass das Saatgut hier nicht reichen wird. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir den Telelader mit dem Überladecontainer gleich mal startklar machen und hier hochfahren. Ah, da ist er doch. Da steht das Ding ja direkt. Ja. Ich gebe kein Gas. Hallo? Hallo? Was ist hier los? Irgendwo, irgendwas war da gerade wieder. Ja, schon wieder. Na? Ich glaube, wir haben aktuell zu viele Fahrzeuge fahren. Gibt er wieder Gas, obwohl ich nichts mache. Wir müssen mal gucken. Irgendwie, du willst hier wegfahren und kannst nicht, weil der andere da steht. Das ist schon mal sehr schlecht. Irgendjemand hat hier massive Probleme, dass wir gerade hier so eine Leggy-Party haben. Ich glaube, ich muss mal den ein oder anderen Autodrive- oder Curseplay-Fahrer rausnehmen, weil das ist nicht gut. So, dich brauchen wir.
Du hängst hier wieder. So, einmal ein Arschtritt. So. Dann würde ich nämlich sagen, du machst dann gleich mal Pause. Wir fahren dich zur Baustelle und dann war's das. Ja, und irgendwie ist der Silagetransport ist auch blockiert. Ja, komm, dann fahr du noch schnell selbst. Ja, der ist hier blockiert. Die Leitplanken hier sind ein Graus. Zumindest für Autodrive. Du machst erstmal Pause. Du bist der unwichtigste von allen. Ja, dich könnten wir rein theoretisch auch erstmal pausieren. So, dich machen wir mal aus. So, der ist wichtig, der muss arbeiten. So, mal gucken wir mal, wie viel Getreide wir hier jetzt schon angekarrt haben. Hatten das Ding ja ausgemacht, genau. 78.000 sind schon da, jetzt kommen auf jeden Fall noch mal. Ja, da kommt noch einiges. Sagen wir mal so. So, jetzt gucken wir mal. Hier laufen. Also das ist der. So, den können wir dann auch erstmal rausnehmen aus dem ganzen Ding, weil wir haben schon wieder, guck mal, 139.000 Euro auf dem Konto. Wir hatten vor ein paar Folgen fast nichts mehr gehabt und das war jetzt nur Erde verkauft. Also, ja, lohnt sich also aus. Auch wenn es nicht viel ist. So. Bleibst du stehen? Ja, gut. Bleibt noch im Trigger. Das ist gut. So, hier. Wie weit bist du denn eigentlich? Ja, ist noch einiges zu tun. So, genau. Hier wollten wir den Überladecontainer dran machen. Und Richtung Feld, das war mal 37, glaube ich, mit Saatgut hochschicken. Ja, 27.000 Euro für ein bisschen Erde. Was will man mehr? Gerade überlegen, oder sollten wir mit der Schaufel hochfahren? Ja gut, mit der Schaufel ist es halt schwieriger zu beladen. Nee, wir nehmen den Überladecontainer. Weil wie gesagt, da passen wir glaube ich 2000 und Grad Liter rein. Das sollte uns erstmal genügen. Weil wenn ich gucke, da sind jetzt gerade mal 5% raus. Gar nicht mal so viel. Genau, wir hatten gesagt, wir wollten hier noch Dünger reinmachen. Ja, da können wir gleich mit dem Silage-LKW von unten Dünger mitnehmen. Genau, das ist doch mal eine gute Sache. So, 2200 Liter Saatgut. Den lassen wir aber erstmal hier stehen. Der kann ja dann rüberfahren, wenn wir ihn wirklich brauchen. So, wir brauchen den LKW. Genau, du bist fast angekommen. Jetzt lass mich mal was gucken. Was bringt denn eigentlich mehr Geld? Saatgut oder Dünger?
Saatgut bringt 1400. Und Dünger. Ja gut, Saatgut bringt mehr, weil das wollte ich jetzt mal kurz wissen, ob das überhaupt Sinn macht, Saatgut in Massen zu produzieren, um es zu verkaufen. Aber wenn es mehr Kohle bringt, dann macht das ja durchaus Sinn. So, dann schauen wir mal, ob der abladen kann hier. Funktioniert. Aber wenn wir dann auch schon hier sind, lass uns mal ganz kurz gucken, wie viel Mist haben wir denn hier. Ja gut, 19.000 ist jetzt nicht die Welt. Das heißt, das lassen wir auch erstmal noch. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal nur Dünger mit und fahren hoch zum Hof damit. Wirklich zur Hofeinfahrt, weil wir dann direkt das Düngerzeugs in die Saatgutproduktion schmeißen können. So, einmal beladen, bitte. Abladen, sondern wir fahren einfach nur hin, bitte. Gott, das dauert noch ein bisschen. Ja, hier müssen wir auch Gärreste hinfahren. Mist, sieht doch gut aus. Können wir ja demnächst mal in Angriff nehmen. Beziehungsweise, warte mal, wir haben doch den hier. Na, der lässt sich so blöd fahren, finde ich. Lassen wir das Fass hier stehen. Und ich weiß nicht, doch das Güllefass steht auch am Hof und zwar irgendwo parkt an den Parkplätzen. Aber einfach mal parken, Tieranhänger. So, dann mach du mal da runter. Dann ihr steht euch schon wieder hier im Weg. Ach ne, du fährst rückwärts. Wow. Mal gucken. Was wollte ich jetzt? Ich wollte den Dünger-LKW. Wo ist der Dünger-LKW? Ja, voll. Findest du den Weg von hier aus? Wo willst du jetzt hin? Da musst du hin. Abbiegen. Abbiegen. Ja, so ist gut. Ah, jetzt hat er den Kurs gefunden. Guter Mann. Ja, guck mal. Hier läuft es auch. Langsam, aber es läuft. So, hier ist schon wieder fast einer voll. Fährt. Ja, hier um die. Warum haben die etwa Kollision? Hätte eigentlich durchfahren können. Na ja, gut. Wusstest es wohl nicht besser. So, wir können mal wieder hier ein bisschen weitermachen und während ich hier Ballen einsammle, habt ihr noch einen schönen Tag. Wir sind nämlich fertig für heute. Morgen geht es dann wieder weiter mit einer neuen Folge. Ja, bleibt gesund, lasst das Däumchen da. Wer es noch nicht hat, gern auch ein Abo und dann eben morgen. Na,
Nachmittag wieder reinschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und tschüss.